Rosenthal. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, es lohnt sich wirklich, diesen Bericht, den Sie heute in Ihren Fächern vorfinden, zur Hand zu nehmen, zu lesen. Es lohnt sich für die Fachpolitikerinnen hier im Hause, es lohnt sich für die Expertinnen in den Räten, in den Kreisen. Und es hat sich wirklich gelohnt, als Bilanz nach 2 Jahren, dass wir versucht haben, dass wir den Versuch unternommen haben, gemeinsam Vorschläge zu erarbeiten. Und lieber Kollege Schmitz, auch wenn Sie den einen oder anderen Vorschlag, die eine oder andere Handelsempfehlung jetzt dazu genutzt haben, Sie zu entführen und in die Tagespolitik zu ziehen, wo Sie vielleicht nicht so ganz gepasst hat, trotzdem kann es nichts daran ändern, dass wir gemeinsam viele gute Vorschläge erarbeiten konnten, die wir im Konsens erzielen konnten. Und um einen Konsens zu erreichen, gehört es eben dazu, dass man jenseits der Tagespolitik aufeinander zugeht und manche Formulierung verändert. Die Ziele waren meistens dieselben. Wir waren bei den Wegen manchmal unterschiedlicher Ansicht, so auch bei den von Ihnen erwähnten Infrastrukturfonds, wenn es da um ÖPPs geht. Wir hatten das gestern schon in der Haushaltsdebatte. Sie wissen auch, dass es bei Ihrem Weg Diskussionsbedarf gibt, weil die Wissenschaft, der Bundesrechnungshof uns ganz eindeutig sagt, bei den Infrastrukturmaßnahmen, wo wir privates Kapital reingenommen haben, hat am Ende immer die öffentliche Hand mehr gezahlt. Da müssen wir vorsichtig sein, das können wir so 1:1 nicht machen und deswegen haben wir das auch im Analyseteil und in der Handlungsempfehlung klargestellt. Da haben wir dasselbe Ziel, wir glauben, dass so ein Infrastrukturfonds richtig ist, aber eben mit einem unterschiedlichen Weg. Und das ist nur eines von vielen Beispielen, die ich in der Kürze der Zeit über 2 Jahren Kommissionsarbeit erwähnen will. Ich bin den Kolleginnen und Kollegen und vor allen Dingen den Sachverständigen sehr dankbar, dass wir so gut zusammenarbeiten konnten. Viele der Vorschläge wären hervorzuheben. Ich will mich auf 2 Aspekte noch kurz konzentrieren. Die Kollegin Felte wird im zweiten Block weitere erwähnen. Wir sind besonders die Handlungsempfehlungen im Bereich öffentlichen Dienst. Ist öffentlichen Dienst wichtig. Der demografische Wandel verlangt auch von unserer Verwaltung Anpassungen. Wir haben steigende Pensionierungszahlen und wir werden ganz konkret einen Wiederbesetzungsbedarf in der Dekade 2020 bis 2030 haben, der so noch nie da gewesen ist. Und deshalb empfehlen wir als Enquete-Kommission die Förderung und Stärkung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes in vielen konkreten Punkten, 25 Handlungsempfehlungen allein zu diesem Bereich. Und zu den Empfehlungen gehört auch neben der Modernisierung und der Digitalisierung die Bürgerbüros, die Weiterentwicklung, die Flexibilisierung des öffentlichen Dienstes, den Zugang zur Wirtschaft und den Austausch mit der Wirtschaft. Und bei den finanzpolitischen Aspekten haben wir festgestellt, dass wir in Nordrhein-Westfalen im Vergleich zu allen anderen Bundesländern besonders große Herausforderungen haben, weil wir sehr spät anfangen können zu tilgen und weil wir durch unsere Industriegeschichte besonders viele Großstädte haben, die durch den Strukturwandel besonders hohe Finanzbedarfe und besonders hohe Verschuldungsraten haben. Und wir haben dadurch auch einen besonders hohen Bedarf für den Erhalt der Infrastruktur. Und deshalb setzen wir auf eine präventive, wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik, die Einrichtung des Sondervermögens, der sogenannte Infrastrukturfonds und die Gesetzfolgenabschätzung um den Bestandteil des demografischen Wandels. Dann haben wir mitten in der Kommission die aktuelle Prognose bekommen. Da haben einige Kollegen auf dem Flur schon gefrotzelt. Ja, jetzt könnte ja das ganze Jahr im Grunde sein lassen. Das hat sich erledigt. Nein, es gilt nach wie vor. Wir werden bunter, wir werden älter, wir werden weniger. Und auch wenn wir in diesen Tagen die Frage, die uns alle beschäftigt, mit den Flüchtlingszahlen diskutieren und was das für uns bedeutet, wie viele hier bleiben, wie wir die integrieren. Da kann ich den Kolleginnen und Kollegen sagen, diese Handlungsempfehlung, dieser Bericht ist so aktuell wie nie. Die ersten Handlungsempfehlungen drehen sich genau um diesen Bereich. Da geht es um Anerkennung von im Ausland erworbenen Abschlüsse, da geht es um den Arbeitsmarktzugang und dann geht es eben auch um Integrationsmaßnahmen. Ich kann Ihnen diese Bericht nur empfehlen. Nochmal den herzlichen Dank an die Sachverständigen, an die Kolleginnen und besonders die wissenschaftlichen Referentinnen. 2 Jahre intensive inhaltliche Arbeit sind auch immer persönliche Zusammenarbeit.
Ich habe mich immer auf die Sitzung gefreut und vielen Dank auch an die Vorsitzende, die mit ihrer besonnenen und weisen Art und Weise Sitzungen zu leiten, auch dazu beigetragen hat, dass wir den einen oder anderen schrillen Ton, den wir in der Kommission hatten, dann konsensual auflösen konnten. Dafür mein herzliches Dankeschön.